Die Vorlesung am Mittwochabend, Nachmittag. Gott verteilt sein Erbarmen nach freiem Ermessen. Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs. Er sagt ja zu Moses: Es liegt an meiner freien Entscheidung, wenn ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wenn ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Das ist gut zu wissen. So verfährt er auch mit den Pharao, dem er seine Gunst entzieht, indem er zu ihm sagt: Nur deshalb habe ich dich als König eingesetzt, um an dir meine Überlegenheit zu beweisen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott verfährt also ganz nach seinem freien Willen. Mit den einen hat er Erbarmen, die andere macht er starrsinnig, so dass sie ins Verderben laufen. Oh, 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 oh. Vielleicht wird mir jemand entgegenhalten, warum zieht uns dann Gott für unser Tun zur Rechenschaft? Wenn er bestimmt, dann kann doch niemand dagegen ankommen. Du Mensch, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst sieren, sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner: Warum hast du mich so gemacht? Und hat ein Töpfer nicht das Recht, aus einem Tonklumpen zwei ganz verschiedene Gefäße zu machen? Eines, das auf der Festtafel zu Ehren kommt, und eines als Behälter für den Abfall? Du kannst also Gott nicht anklagen, wenn er an den Gefäßen seines Zorns sein Gericht vollstreckt und seine Macht erweisen will. Aber selbst sie, die zum Untergang bestimmt waren, hat er mit großer Geduld ertragen. Mit großer Geduld ertragen. So handelt er, damit er an den Gefäßen seines Erbarmens zeigen kann, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist. An ihnen, die er im Voraus zum Leben in seiner Herrlichkeit bestimmt hat, das sind wir, die er berufen hat, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Das ist schon beim Propheten Hosea angekündigt durch den Gott, im Blick auf die anderen Völker sagt: Ich werde die, die nicht mein Volk sind, mein Volk nennen, und die Ungeliebten Geliebte. Und dieselben Leute, die zu denen ich gesagt hatte, ihr seid nicht mein Volk, werden dann Kinder des lebendigen Gott sein, genannt von Gott seinen Kindern sein. Über das Volk Israel aber sagt Jesaja das prophetische Wort: Selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, nur ein kleiner Rest wird gerettet. Der Herr wird sein Rettungswerk auf der Erde endgültig und doch mit Einschränkung ausführen. Es ist so, wie Jesaja es voraussagt. Hat der Gott, der Herrscher der Welt, nicht einen kleinen Rest von uns Israeliten übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen. An Jesus Christus scheidet sich der Weg. Was folgt daraus? Es ist offenbar so: Menschen aus den anderen Völkern, die sich gar nicht darum bemüht hatten, haben das Ziel erreicht, vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie haben es
darum erreicht, dass sie in vertrauendem Glauben angenommen haben, was Gott für sie getan hat. Das Volk Israel aber, das mit aller Kraft danach strebt, auf dem Weg der Gesetzerfüllung vor Gott als gerecht zu bestehen, hat das vom Gesetz in Aussicht gestellte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie den Weg des Glaubens abwiesen und meinten, ihre Gehorsamsleistung müsste sie ans Ziel bringen. Sie kamen zu Fall an dem Stein des Anstoßes, von dem Gott sagt, auf dem Zionsberg lege ich ein festes Fundament, einen Stein, an dem sie sich stoßen, einen Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Aber wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Egal, was für ein Bockmist man macht, sozusagen. Also auf Gott vertrauen, aber trotzdem keinen Blödsinn machen. Trotzdem gehorsam sein, aber auch mal nicht wegen dem, weil man gehorsam ist, sondern weil Gott es erlaubt. Nicht wegen unseren Taten. Gott allein bestimmt. Egal, was wir tun.